entspannt. Er war und ist entspannt. Marek Mintal, der Neue auf der Altstadtbank. FCN-Legende, Torphantom, Torschützenkönig in der ersten Liga, DFB-Pokalsieger. Und weil er das alles ist, waren die nicht entspannt. Die lokalen und regionalen Medien aufgeregt, hektisch. Alle wollten die Ersten sein. Das Medienecho auf die prominente Trainerverpflichtung, es war riesig für Bayreuther Verhältnisse. Und es gab viele Fragen, zum Beispiel die, warum Bayreuth? Bayreuth ist Verein mit Tradition, mit guten Fans. Und ich kenne Bayreuth entweder wie Spieler oder wie Trainer, wo war für mich persönlich richtig gute Gegner. Richtig gute Gegner, das heißt, eine Seite, du weißt, was in Bayreuth du hast, was dich erwartet und darum auch diese Entscheidung für Bayreuth. Und natürlich ist auch eine Frage, wie Marek Mintals Fußball so aussehen könnte. Er war Torgarant, sagt er, der unter anderem viele Jahre im FCN-NLZ Trainer war. Lieber eins mehr schießen als der Gegner oder doch die Null muss stehen? Antwort Nummer eins ist für mich die bessere. Nein, aber das muss beide zusammenpassen. Du hast Spiele, wo steht 0-0, 1-0, wo steht 3-2, 2-1. Das heißt, einfach ein mehr wie Gegner machen, bin ich immer der gleiche Meinung. Aber lass uns überraschen. Am 19.06. ist Trainingsstart in Bayreuth. Für die Spieler, die bei der Altstadt bleiben, ist die Zeit bis dahin frei. Für Marek Mintal ab jetzt intensiv. Sportdirektor hat viele Gespräche mit Leuten, mit Spielern. Weißt du selber, wie das läuft im Fußball? Da meldet sich eine oder andere Berater mit den Spielern. Und das ist aber normal, das ist nichts Neues für uns, für mich. Und ich hoffe, wir 19.06. präsentieren echt eine gute Mannschaft. Alle, die Marek Mintal kennen, wissen, dieser Mann hat nicht nur eine gewinnende Art und eine super Ausstrahlung. Er ist, und das ist im Fußball sehr selten geworden, vor allem eines, menschlich. Bei allem Ehrgeiz und Willen, Fußball bedeutet ihm alles. Moment, eins kommt doch noch davor. Klar, Familie, Kinder, meine Frau, Eltern, bleibt immer Punkt Nummer eins. Fußball ist Punkt Nummer eins, Punkt eins. Das heißt, ist Spaß, sind Freunde. Das sind Phasen, wo läuft richtig gut, wo läuft aber auch nicht richtig gut. Und trotzdem, in dieser Phase musst du menschlich bleiben. Weil das gehört einfach alles dazu. Alles dazu. Ich liebe Arbeit da draußen, auf dem Platz. Ich liebe einfach Arbeit mit den Jungs, mit den Menschen. Und das ist für mich das Wichtigste. Und wenn siehst du wie Trainer Entwicklung von einer oder anderen, dann ist das Bestätigung für mich, für uns einfach, das, was wir machen, das machen wir richtig. Wir Reporter und Reporterinnen sollen neutral sein. Zu Recht. Marek Mintal aber darf man schon mal viel Glück wünschen, bei aller Objektivität.